Hallo, willkommen zu einem neuen Video von Time to Shape. Heute werde ich auf eine Frage eingehen, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Ist es sinnvoll, Nahrungsergänzungen zu verwenden? Ich werde dir jetzt in diesem Beitrag zeigen, welche Nahrungsergänzungen ich verwende, damit du dir einfach ein Bild darüber machen kannst. Wenn du schneller Muskeln aufbauen willst, dann empfehle ich dir auch Nahrungsergänzungen zu verwenden. Warum? Weil es einfach zuzubereiten ist, weil es einfach in den gesamten Ernährungsplan einzubauen ist und letztendlich auch kostengünstiger, als wenn man so viele verschiedene Mahlzeiten zubereitet und isst. Das ist natürlich nur eine persönliche Meinung. Was du machst, das bleibt natürlich dir überlassen. Ich persönlich verwende 4 verschiedene Nahrungsergänzungen. Das eine ist Protein, hier vor allem Whey und Caseinprotein. Dann verwende ich Kreatin, habe mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen. Dann verwende ich Fischöl, also Omega-3-Fettsäuren. Und als viertes Multivitamin-Tabletten, weil das einfach wichtig ist, damit der ganze Organismus richtig funktioniert und alles verarbeitet werden kann. Genauere Informationen zu den einzelnen Nahrungsergänzungen findest du hier unterhalb in einem ausführlichen Beitrag. Einfach durchlesen und informieren. In der neuen Time to Shape Team Section, das ist ein sehr, sehr umfangreicher Mitgliederbereich, findest du noch viel, viel, viel mehr Informationen über die Themen Training, Trainingsplanung, Ernährung, Nahrungsergänzungen, verschiedene Aufbau von Übungen und so weiter und so weiter. Schau dir das einfach an unter www.timetoshape.com/team. Dort erfährst du mehr. Hinterlasse unterhalb des Beitrags deinen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time to Shape. Let's do it. Bye bye. Willst du wissen, wie du schneller dein Fitnessziel erreichen kannst? Muskeln aufbauen, Sixpacks, Fett reduzieren, fitter und gesünder werden und vieles andere mehr? Dann lass dir die Time to Shape Team Section nicht entgehen. Schau dir jetzt gleich das Infovideo dazu an und erfahre mehr auf www.timetoshape.com/team. Ah!